Kapitel 10. Familientreffen. Nun also, mit dem Schicksal scheinbar auf ihrer Seite, ging die Reise der kleinen Gruppe weiter. Entschlossen schwebte Trikefalo voran, der Rest der Gruppe immer folgend, den Gletscherpalast schon lange im Rücken. Die Stimme des Lebens hatte bereits angekündigt, dass das geheimnisvolle Labyrinth nicht allzu weit entfernt sein sollte. Deswegen war die Anspannung groß. Wo überhaupt sollte in dieser ewigen Weite ein riesiges Labyrinth sein, welches in irgendeiner Weise versteckt war? Nun, die Antwort sollte schon bald folgen. Und sie lautete, gar nicht. Denn als die Gruppe einen von vielen Hügeln überquerte, erstreckte sich jene eigenartige Struktur für scheinbar Kilometer einfach in der Landschaft, inmitten in diesem Irgendwo. Aber soll dieses Labyrinth nicht irgendwie versteckt sein? Wozu haben wir jetzt einen Führer gebraucht? Wir wissen so wenige Pokémon von diesem Ort. Das ist einfach nicht versteckt. Irgendwie ist es schon versteckt. Dieses Land erstreckt sich für hunderte Kilometer nördlich des Gletscherpalastes und doch gibt es nicht eine einzige Sache auf all dieser Fläche. Deswegen würde niemals jemand herreisen. Außer jene, die wissen, dass irgendwo in dieser riesigen Leere dieses Labyrinth ist. Und selbst dann würden nur die allerwenigsten jemals wirklich herkommen. Denn den Weg, sobald man hier ist, kennt wirklich keiner mehr. Naja, außer den Weltengeistern. Und denjenigen, die sie einweihen. Letztlich ist ja auch unwichtig. Wir sind da. Exakt. Und damit trennen sich unsere Wege auch schon wieder. Zorak war offensichtlich ebenso überrascht von dieser Aussage, wie Flamme es war. Wirklich. Warum kannst du uns nicht noch begleiten? Ich dachte, das Schicksal will unsere Reise. Und wir können wirklich Hilfe gebrauchen. Meine Aufgabe war es, nur euch hierher zu bringen. Das Schicksal will, dass ihr reist. Und selbst wenn ich weiterhin helfen sollte, spätestens, wenn ihr Tundil trefft, müsste ich ja gehen. Ich bin die Stimme des Lebens dieser Welt. Und dementsprechend nun mal ein Wesen dieser Welt. Also nein, ich bin nur ein kleiner Schritt auf eurem Abenteuer. Ein kleiner Schritt auf einem Abenteuer, welches eures ist. Doch trotzdem spüre ich, ihr werdet dort am Labyrinth einen neuen Helfer treffen. Jemanden, der euch weiterbringen kann. Als nur durch ein Labyrinth. Also, hat dich das Schicksal zum Gletscherpalast geschickt, nur damit du uns für ein paar Stunden den Weg zeigen kannst? Ist das nicht irgendwie... warum gibt das Schicksal dir so eine kleine Rolle? Du bist doch sein Bote. Vielleicht ist es gerade deswegen. Ich bin nur da, um dem Schicksal zu folgen. Nicht ein Teil seiner großen Handlung zu werden. Mir reicht die Aufgabe, die ich bekommen habe. Und wer weiß, vielleicht führt das Schicksal uns ja irgendwann noch einmal auf dieselben Wege. Jetzt wartet aber jemand auf euch. Das war nicht wirklich gewesen, was sich Flamme gedacht hatte. Trikefalo hätte mit seiner Kraft und auch mit seiner Rolle eine große Hilfe werden können. Stattdessen war er jetzt schon wieder weg, nachdem er ein bisschen ideologischen Irrsinn gebrabbelt hatte und die Gruppe einige Schritte durch nichts geführt hatte. Na, aber gut. Am Labyrinth sollte jemand warten. Jemand, der dem Team wirklich helfen könnte. Jede Hoffnung auf Wahrheit hinter Trikefalos Worten schwand jedoch schnell, als sich die Gruppe dem Labyrinth näherte. Doch Sol zurückschreckte. Stopp, allesamt! Den Grund für diesen Ausruf verstand Flamme zunächst nicht einmal. Sol hatte wohl schon etwas erkannt,
das er nicht tat. Aber wohl hing es mit dem Pokémon zusammen, welches sich vom Labyrinth aus annäherte. Wobei das Vulpix bisher noch nicht erkannte, was für ein Pokémon es war. Aber es müsste ja der angekündigte Helfer sein. Was denn los? Wer mein Ziel? Sol antwortete nicht, sondern knurrte nur ein wenig, sehr zur Verwirrung seiner Begleiter. Jene Verwirrung hielt auch an. Nun, bei allen Pokémon, die nicht Flamme waren. Sorok und Funkenherz kannten ja auch nicht. Als das Pokémon die Gruppe endlich erreicht hatte, trat Funkenherz direkt vor. Hallo, du musst... Bevor sie aussprechen konnte, quetschte sich Sol zwischen sie und den neuen Freund. Bleib weg von ihm, Funkenherz. Was willst du von uns? Sakit, ich dachte, wir hätten dich hinter uns gelassen. Ich kann euch euren Unmut nicht verübeln. Aber ich verspreche dir, ich bin heute in bester Absicht hier. Flamme Sol, ihr habt es wirklich schon weit geschafft. Und noch mehr Pokémon für unseren Kampf gewonnen. Ich lag wirklich falsch dabei zu denken, dass ihr nicht bereit für diese Reise wärt. Ich will ja nicht unterbrechen, aber ich verstehe gerade nur Bahnhof. Was ist denn los? Ihr kennt euch schon? Funkenherz, ich hab dir doch von unserer Reise, bevor wir dich getroffen haben, erzählt. Und von unserem Vater. Ja, das hier ist er. Funkenherz schien nun etwas mehr zu verstehen. Was allerdings nicht für Sorok galt, der nicht in die Details des Beginnes der Reise eingeweiht worden war. Schön und gut das alles. Flamme, was ist jetzt los? Asakani, da ist dein Vater. Und ich sehe richtig, ihr habt ein paar Familienprobleme mitgebracht. In der Kurzfassung... Ja, das ist er. Und dieses Mal hat versucht, mein Heimatdorf in einen Krieg zu schicken und mich und Sol danach angegriffen, als wir zu Terros reisen wollten, nachdem er für seine Taten durch uns aus dem Dorf verbannt wurde. Verbannt ist ein starkes Wort. Du weißt selber, dass es nur für etwa eine Woche war. Außerdem habe ich die Zeit genutzt. Jelia hatte mir damals geraten, darüber nachzudenken, was das Dorf wirklich braucht. Und ich verspreche euch, ich habe gelernt. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einmal war. Und auch Terros hat mir nochmal eine Chance gegeben. Inwiefern? Ihr habt doch bestimmt von eurem Boten gehört, von Trikefalo, oder? Ja, hier bin ich. Terros hat mich vor kurzem in der Nacht beigerufen, um mir eine Chance zu geben, mich zu beweisen und meine Schuld euch gegenüber wieder wettzumachen. Die Weltengeister haben mir Anweisungen gegeben, als sie festgestellt haben, dass ihr diese Welt bereisen werden müsst. Und ich habe seitdem jede ruhige Minute damit verbracht, mich für dieses Labyrinth vorzubereiten. Und woher wissen wir, dass du uns den Wald nicht wieder nur Probleme machen willst? Ich verstehe euer Misstrauen. Wirklich. Aber wie sollte ich in dieser Welt ankommen, wenn die Weltengeister mich nicht selber geschickt hätten? Wenn Terros mir nicht genug trauen würde, dann hätte ich ja unseren Weltenbaum gar nicht verlassen können. Nun, Unrecht hatte das Arcani ja nicht. Es steckte schon Wahrheit hinter seinen Worten. Wahrheit, die aber gegen die Erinnerung stand. Wobei dies nicht auf alle Pokémon der Gruppe zutraf. Also, ich finde, wir sollten ihm folgen. Er wirkt doch aufrichtig und er hat ja recht mit seinen Aussagen. Außerdem können wir doch nicht einfach blind in das Labyrinth reingehen. Zumal, wenn ich euch führe, dann logischerweise an der Spitze. Denke, ich würde euch in eine Falle locken, in die ich dadurch als Erster stürzen würde. Die Worte seines Vaters schienen Sol immer noch nicht umzustimmen. Selbiges galt allerdings nicht für die von Funkenherz. Na gut, dann machen wir das. Aber erst nach einer kurzen Rast. Sie wird euch bestimmt nicht schaden und ich möchte noch einmal sicher gehen, dass ich den Weg im Kopf habe.
immer nur Rast, Rast, Rast. Manchmal hatte Flamme das Gefühl, dass diese Gruppe mehr Zeit damit verbrachte, sich vom Reisen zu erholen, als damit zu reisen. Aber wenn das Vulpix dies äußern würde, dann würde er bloß auf taube Ohren stoßen. Also wieder das Gepäck kurz ablegen, sich für etwas Tellithium entschuldigen. Nein, er hatte sogar etwas versprochen. Und dann ab durch dieses Labyrinth. Trikefalo hatte ihnen einen Begleiter versprochen, der sie durch mehr führen sollte als ein Labyrinth. Hieß das wirklich, dass Sakit sie jetzt dauerhaft begleiten sollte? Na toll. Was Besseres hätte Flamme sich auch nicht vorstellen können. Im schlimmsten Fall würden Kämpfe entstehen oder sogar Verrat. Und im Bestfall würde es immer noch unangenehm werden. Spätestens, wenn Sakit von Flammes Beziehung mit Sorok mitbekam. Also, seid ihr dann alle bereit? Nach diesem kleinen Ausflug seid ihr bereit, den nächsten Weltenbaum zu bereisen. Fast glaubte Flamme, dass Sakit Zeit schindete. Wobei er mit der Meinung wieder mal alleine wäre, es ging ihm nur mal wieder deutlich zu langsam. Natürlich sind wir bereit. Wir waren auch schon vor der Rast bereit. Also los! Nun gut, dann. Bleibt immer hinter mir und kommt nicht von meinem Pfad ab. Inzwischen war es eine ganze Weile her, dass das Team gewandert war, ohne irgendwem hinterher zu dackeln. Aber irgendwo war es natürlich auch gut. Sie mussten sich nicht darum kümmern, den richtigen Weg zu finden. Stattdessen kamen sie weiter, während die Verantwortung woanders lag. Wobei diese abgegebene Verantwortung sich besser angefühlt hatte, als sie noch bei Trikefalo lag. Aber es änderte nichts daran, dass der Weg, welchen das Arcani entlang führte, durchaus erfolgreich schien. An den meisten Abzweigungen zögerte das Arcani zwar für einen Moment, aber im Anschluss nahm er immer einen Pfad, welcher wahrlich voranführte. Und auch wenn Flamme dies nicht für Geld zugeben würde, irgendwo war er beeindruckt, dass Sakit den gesamten Weg aus dem Kopf beherrschte. Gerade so lang, wie dieser scheinbar war. Nach etwa 15 Minuten hatte sich Flamme schon so weit entspannt, dass er sich etwas zurückfallen ließ, um schnell etwas Tellithium zu nehmen. So viel zu seinem Versprechen. Bis ihm ein recht großes Problem auffiel. Sekunde, Scheiße! Wo ist mein Beutel? Hat jemand von euch den genommen? Sag mir jetzt nicht, dass du so gehetzt hast beim Eintritt, dass du deinen Beutel einfach liegen lassen hast. Hättest du nicht vorher dran denken können? Also, praktisch ist es nicht. Aber wir kriegen das schon geregelt. Ich bin optimistisch, dass ich den Weg auch rückwärts hinbekomme. Und wir sollen hier im Gang stehen bleiben, bis ihr zurück seid. Wir sind sehr nah an einem Mittelpunkt. Einer etwas größeren freien Fläche im Labyrinth. Dort wartet es sich besser. Ihr müsst bloß noch die nächsten zwei rechts, dann eine links und ab dann noch geradeaus, dann seid ihr dort. Ich bringe in der Zeit Flamme zurück. Na super. Ungefähr eine halbe Stunde alleine mit dem Arcani. Allerdings, so konnte Flamme glücklicherweise feststellen, schien das Gesprächsverlangen beidseitig wenig vorhanden. Stattdessen lief Sakit nur stumm voran, scheinbar in Gedanken versunken. Und zu Flammes Überraschung dauerte die Reise auch nicht einmal die ganze halbe Stunde an. Denn schon nach etwa 10 Minuten fanden sie auf dem Grund einen offenen Beutel, die Schnalle am Rand gelöst. Also war ich doch nicht einfach voreilig. Die scheiß Schnalle an dem Ding war locker. Sakit blickte nur auf die Blätter, die teilweise aus dem gestürzten Beutel herausragten. Und du nimmst noch Tellithium. Und Sorok erfährt davon kein Wort. Verstanden, ne? Ich frag gar nicht erst nach. Aber wenn du meinst, von mir muss er es nicht erfahren.
Aber der muss bewusst sein, dass er es selber erfahren könnte. Dann also zurück. Immer weiter dem Akani her. Immerhin kannte er den Weg. Er hatte sie hergeführt. An dieser Sache war ausnahmsweise mal nichts faul. Aber wenn es das nicht war, warum hatte Flamme dann so ein ungutes Gefühl? Diese Frage sollte schnell eine Antwort bekommen, als hinter einer Ecke, nahe dem Ort, an welchem sich die Gruppe getrennt hatte, Soroaka vorschoss und ohne zu zögern Sakit angriff, welcher wenig überrascht wirkte und schlicht blockierte. Du Arschloch, was hast du getan? Für wen arbeitest du wirklich? Was ist los? Flamme, sein Weg war eine Falle. Er hat uns gerade in eine Falle gelockt und ist mit dir umgekehrt. Soll und Funkenherz sind in eine Falltür gestürzt. Was? Aber... Du hättest ihn ruhig folgen können. Das wäre für alle einfacher gewesen. Was? Was hast du getan, Sakit? Euch einen Gefallen habe ich getan. Hört auf zu reisen. Ihr schadet euch bloß selber. Soll und Funkenherz haben höchstens ein paar Schramm mitgenommen. Und sind jetzt an einem sicheren Ort. Also folgt ihnen. Niemals. Um das Akani sammelte sich eigenartige Energie, während Flamme nur schockiert starren konnte. Ein massiver Umhang bildete sich, weit größer als das Akani darunter. Eine Sense aus Sternenlicht in seiner Hand. Dann muss ich euch wohl zwingen. Du bist Omegons Diener. Du hast dich Omegon angeschlossen. Hast all deine Moral verloren. Wer bist du? Und was hast du mit meinem Vater getan? Du verstehst es nicht. Ihr denkt, ihr könntet Götter stürzen. Es ist unmöglich. Ich bin derjenige, der unsere Heimat rettet.